Gut, dann bleibe ich mal hier auf der Seite. Und fall weiterhin nach rechts. Ja, jetzt heißt es auch noch das richtige Timing finden, oder was? Ja, Hä? Wo muss ich denn da hin? Ich sehe doch gar nichts. Da ist irgendwas Leuchtendes und da oben ist irgendwas. Hä? Hä? Sorry, ich weiß jetzt gar nicht, wo ich hin muss. Hier nach rechts. Hier fallen wir runter, da ist auch gar kein Seil. Und so weit springen kann der Knabe gar nicht. Okay. Hier ist kein Seil. Da ist auch nichts. Okay, ich weiß nicht, was ich hier machen soll. Also ich merke schon, die Rätsel werden von Sekunde zu Sekunde immer schwieriger. Vielleicht muss ich mit mehr Schwung an die Sache ran. Damit ich in die Säge falle oder so. Ich habe keine Ahnung. So, mehr Schwung, mehr Schwung, mehr Schwung. Und zack. Da ist nichts. Wo soll ich denn da hin? Der Pfeil zeigt nach rechts. Da oben ist auch eine Leuchttafel. Aber da komme ich doch gar nicht hin. Da ist nichts. Da ist gar nichts, wo ich mich dran festhalten könnte. Da unten ist nur eine Säge, in die ich nicht mal reinkomme. Moment, ich guck mal eben. Gibt's hier Einstellungen? So wird gespielt. Okay. Aktion Kreis, springen. Kreisaktion? Hä? Okay. Vielleicht haben wir ja hier irgendeine Aktion, die wir ausführen können. Hä? Ja, wir haben hier Aktionen, die wir ausführen konnten. Ich habe keine Ahnung, wie oder warum. Auf jeden Fall haben wir hier... Ah, scheiße. Ja, genau, scheiße. So. Na, da muss man doch mal drauf kommen. Ich dachte, das wäre ein Weg... Ich dachte, das wären Wegfindungspunkte-Dinger. Nein, ich meine natürlich Pfeile, die einen den Weg weisen. So. Zack. Sind wir hier. Nein, scheiße, der Typ kann aber auch kein Stück rennen. So. Zack. Ah, ganz knapp. So. Hui, aufs O. Hätten wir da aufs O gemusst? Ich kaufe ein O wie Otto. Nein, wir sind nicht bei Glücksrad. Oder ein I wie I. Das ist scharf. Naja, scharf eher weniger. So, komm, geh an. Hüpf. Hopf. Hopf. Nein. Das Timing. I hate this. Glaub it's. Alle, die das vielleicht wissen. So. Hüpf. So. Glaube it's, I don't like this. So, na komm. Hüpf. Na gut, dann lasse ich mich einfach mal nieder auf das U. Was? Jetzt ist ihm das plötzlich zu hoch. Wir sind gerade ganz hohe Häuser eingestürzt. Jetzt ist dem Knaben das zu dritzen. Zu hoch. Kein Wunder, dass der so einsam und verlassen durch diese Weltgeschichte hier streift. So. So. Zack. Zack. Hui, dann lassen wir uns einfach mal runter bis zum O. Mann. Ging das auch nicht ohne. Hier geht's weiter. Gut. Oh, haben wir das auch hinter uns. Das ist ja wirklich, Ich hoffe, ich vermittle so ein kleines Gefühl davon. Wow. Jetzt werden wir fast hier noch von was... Was? Gravitation mit Zeitbegrenzung?
Hey, 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 so haben wir nicht gewettet. Lustigen Knaben, du. Wow, ganz knapp an der Sägier vorbei. Alter! Und ganz tief rein ins Loch. Nun schließt er seine Augen. Hui! Ach nö, not again! Wo ist denn jetzt die Kiste hier? Das gute Stück. So, zurück. And again! We fall down and broke our legs. Ich hebel hier gleich rum. Boah, das ist so zeitaufwendige Firlefanz. Ich weiß doch, was ich machen muss. Ich weiß es doch, Mensch. Ui. Ja, und dann erwische ich diesen blöden... Ach, Alter, das kann doch nicht sein. Wahrscheinlich ist das eine Spielzeit von 2-3 Stunden maximal, aber die wirkliche Spielzeit bezieht sich dann nur auf diese blöde, langgezogene Scheiß-Kack-Passagen, wo du so oft verschiss sein los. Aber es ist wirklich ein nettes Spiel. Damit es nicht so extrem in den schlechten, ins schlechte Licht von mir gerückt wird. Ich stelle mich ja jetzt auch nicht gerade gut an. So, rauf, rauf. So, jetzt muss man das Timing kriegen, dass ich genau da reinfalle. Mich stört aber gerade, dass das hier alles so mit Zeit ist. Was? Hey, 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 die Uhr hat doch noch getickt. Boah, scheiße. Wir haben doch gerade den Magneten angehabt. Ich habe den Magneten angedrückt. Okay, vielleicht zur falschen Zeit. Hm. Ja, boah, Alter, das ist doch voll schwer. Ja, hüpf doch mal eher. Boah, das mit dem Timing. Ich hasse sowas. Nein, ich hab zu oft gedrückt. Kacke. Hallo? Was soll das denn? Ich hab doch nach links gedrückt. Warum schwebt der nach rechts? He's incredible amazing. Ja, das ist doch... Wie soll man das denn machen? Ach so, ja toll, dann kann ich mich ja echt ins Maschinengewehr werfen. Ich dachte, das bleibt unten kleben oder magnetisiert am Boden. Wie soll man denn da bitte schön durchkommen? Ach so, ich weiß wie. Ach, ich bin ja auch ein Schlauer. Ach, jetzt muss ich wieder... erst muss man umständlich denken, jetzt muss man wieder einfach denken.
Ganz einfach, man bleibt hier vorstehen und wartet, bis das Ding runtergeht. Und dann macht man den hier. Zack. Ja. Och nö. Naja. Ja. Aber dank des guten Timings nach einem Checkpoint funktioniert das gleich tadellos. Nur das ist ein bisschen mit der Takt. Mit der Taktung schlecht zu hören, weil das auch mit der Musik abgestimmt ist irgendwie. Das ist schwer rauszuhören. So, jetzt müssen wir nur noch hier hin. Und dann hier durch. Komm. Lass uns fertig sein, mein Freund. Nein! Ach nö. Achso, ja. Ah, Alter. Ja, jetzt sind wir an der Decke übrigens. Mit all unseren Einzelheiten. Boah, Schwein gehabt. Alter, lauf ein bisschen schneller, Krücke. Alter, ich weiß nicht, wo wir hin müssen. Dann hast du immer noch diese ändernde Gravitation. Ach, scheiße. Das... Lass mich kurz überlegen. Die Gravitation muss kurz von unten... So, okay. Es ist einfach nur eine Sache des Timings, das ist ein bisschen kritisch. Ja, boah, das ist wieder schwer. Vor allem mein Arm fängt jetzt gerade an zu jucken, weil er ein bisschen einschläft. Das mit dem Timing ist echt hier so eine kritische Sache. So. Ah, scheiße. Das muss echt so kurz sein. Boah. Das muss so kurz sein, dass man direkt wieder runterfallen könnte. Ach nee, das... Ach, ich bin auch ein Schau. Das muss so sein beim Runterfallen. Was aber auch nicht geht. So, ach so, deswegen. Ach so, sterben wir. Ach. Was ist das denn jetzt? Slow-mo, du hast irgendwelche Wand gebrochen. Splitter fliegen her. Sehr nett gemacht. Und wir fliegen raus. Slow-mo, super Slow-mo. Warum ist jetzt alles so langsam? Haben das Spiel jetzt durch oder wie? Ich glaube, Limbo war sogar ein Indie-Game. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Kann das sein? Ich bin mir jetzt wirklich selbst unschlüssig. Ich bin jetzt eigentlich immer nur in der ersten Aufnahme. So, wir liegen da jetzt friedlich im Rasen. Augen gehen auf. Können wir uns wieder bewegen? Ja, er bewegt sich. Moment. Das sieht doch fast genauso aus wie am Anfang. Was zum Henker ist Limbo? Das ist doch jetzt wie am Anfang. Okay. Ich laufe einfach mal nach rechts und gucke mal, was uns so erwartet. Ich habe keine Ahnung. Ah, jetzt kommen wir endlich zu dem komischen Mädchen, was wir nur einmal ganz kurz gesehen haben.
Und das war's mit Let's Play Limbo. Ja. Gut, ich habe nicht gerechnet, dass das Spiel so kurz ist. Das waren jetzt knapp 3,5 Stunden. Ja, knapp. Okay, ja. Da waren so viele Leute hinter dem kleinen Spiel eigentlich. Okay. Klar, müssen viele getestet haben, aber auf jeden Fall, ich fand's ganz gut. Ich muss ganz ehrlich eingestehen, ich bin jetzt ein bisschen paff, wie kurz es eigentlich war. Es ging irgendwie darum, dass der Tag träumt, oder wie? Also zumindest habe ich das jetzt so verstanden. Und dass er dann bei irgendeinem Mädchen ankommt. Okay. Hat mir auf jeden Fall Spaß gemacht, irgendwie auf seine Art und Weise. Dann, das würde auch erklären, warum die Rätsel zum Ende immer kniffliger wurden. Naja. Ja, das war's jetzt mit Limbo ohne Stange. Nein, hier müssen wir nicht tief gehen. Nein, hier spielen wir einfach mal schwarz-weiß. Ist weniger tief. Ja. Und gibt's momentan kostenlos für alle PlayStation Plus Mitglieder. Ja. Neues Spiel starten. Ja, das war's. Ja, dann bedanke ich mich auf jeden Fall fürs Zusehen beim Let's Play Limbo. Und wir haben gerade noch eine Trophäe erhalten. Ehre, wem Ehre gebührt. The End. Ja, gut. Ich weiß nicht, was ihr von dem Spiel gehalten habt. Ich fand die Atmosphäre eigentlich ganz cool. Manchmal waren die... manche Rätsel waren einfach ein bisschen strange. 1, 2 muss ich ja gerade sagen. Gerade das mit dem Rad war... Naja, das war doch ein bisschen sehr schwer. Also für mich zumindest, weil das Timing war da sehr schlecht abzuschätzen für mich. Kann sein, dass du das anders machst oder jemand anders. Ich meine jetzt nur das, was ich da, wie ich das empfunden habe. Naja, mir hat es Spaß gemacht und vielleicht sehen wir uns beim nächsten Let's Play wieder. Das ist ein bisschen komisch, dass ich bei einer Aufnahme den Anfang und den Ende moderiere. Ja, auf jeden Fall. Vielleicht sehen wir uns beim nächsten Let's Play und da muss ich mal gucken, was ich als nächstes bringe. Da habe ich auf jeden Fall noch das ein oder andere Spiel in der Hinterhand als Alternative oder zusätzlich hier auf dem Sendeplatz. Und ja, kannst ja sagen, was du oder schreiben, was du von dem Spiel gehalten hast. Und, naja, bis zum nächsten Let's Play. Hoffentlich sieht man sich wieder und tschüssi.